Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Limbo. Guck mal, wo wir weitermachen können. Wir waren letztes Mal stehen geblieben. Und hier voll gefailt. Willst du mal lernen? Aber diesmal werden wir es schaffen. Hoffe ich noch. So, letztes Mal hatten wir Probleme mit dem komischen Karren hier. So. Jetzt haben wir es aber fast für die Zeit, ja? Oder auch nicht. Na, passt das schon wieder nicht. Das ist aber echt verhext hier. Geht schon wieder nicht. Und jetzt aber. Und schon wieder nicht treffen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ach ja. Und hoch da, geht doch. Also, soweit sind wir schon mal. Okay, jetzt rüberspringen, festhalten. Nein. Oh, es wird dunkel. Es wird verdammt dunkel. Waymo. Und drüber. Die erste Kettensäge haben wir schon mal überlebt. Und jetzt wird es schneller. Okay. Die Frage, wie wir es am besten schaffen. So schaffen können. Das wird verdammt knapp. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Halt. Nicht zu weit. Auf. Wie geht das am besten? Kann man hier vorspringen? Das geht auch, okay. Hat man hier ein bisschen mehr Zeit?
Aber nur ein bisschen. Das reicht auch nicht. Irgendwie werden wir laufen gegrillt. Warte mal, wenn der hier angeht, läuft er langsam an. Das heißt, wir hätten ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht reicht das ja diesmal. Das reicht nicht, schade. Aber die Idee war schon besser. Und er rollt jetzt viel langsamer. Nein. Ist mal so. Heißt, noch Sprung nach da. Das wird jetzt zu langsam. Okay. Dann probieren wir es halt nochmal. Und die Sprung nehmen. Hoch da, hoch da. Und gib ihm. Ah, geschafft. Oh mein Gott. Okay, da ist Strom drauf. Der Strom haben wir abgekriegt. Nein, es wird zerquetscht zum Ball. So kann's kommen. Also nochmal das Ganze. Guck da, los, weiter, 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 weiter. Hoch. So, und ich habe gesehen, dass hier oben etwas ist, wo man sich festhalten kann. Ach, das ist eine Kiste, okay. Die habe ich auch nicht gesehen vorhin. Na los, komm. Leuchte, Junge. Schaffst das. Auch da los. Ist brav. Okay, jetzt bin ich frei, wo man hin muss mit der Kiste. Ich glaube, man muss erstmal hier ziehen. Und die dann hier runterschubsen, wenn man draufstellen kann. Nein, das war zu weit gesprungen.
Und nochmal das Ganze. Weil es denn so schön war. So, jetzt muss ich mal eine Leiter springen. Und zwar jetzt. Muss ich warten. Und zwar bis jetzt. Schließt gut. So, hier warten wir wieder. Lass eine Kiste runterfallen. Jetzt nehmen wir einen einfachen Weg. Mal unten. Ist das ein Laser? Sieht fast so aus, ganz leicht sieht man die nur. Und nun? Hey, Witzka. Okay. Jetzt ist die Frage, wie man es am besten schafft. Ich wollte gerade sagen, ich habe da so eine Idee. Oh, das war eng. Sollen wir das denn schaffen? Okay, ich kann sie also nicht schon mal gegenseitig kaputt schießen. Das ist schon mal komisch. Doch, es raucht doch. Okay. Okay, es geht doch. Sehr schön. Können sie ja doch gegen sich kaputt schießen? Heiße Patronenhülsen. Da oben kommt man schon mal nicht hin. Müssen wir wohl noch ein bisschen später warten. Da haben wir Kisten. WTF. Okay. Das heißt, wir können die Gravitation hier umstellen. Trotzdem mal hoch. Das ist ein bisschen doof. Eine Kiste brauchen wir nicht oben, eine Kiste brauchen wir unten. Ich hoffe, ich drauf fallen. Danke.
das so klappt. Man darf gespannt sein. Na, bleib da oben drauf, Mann. Ich muss die Kiste irgendwie hier oben transportieren. Ah, da fällt mir was ein. Da ist mir was eingefallen, das ist gut. Ich hoffe, es klappt. Man darf gespannt sein. Und zwar nehmen wir die eine Kiste drüber. Und schleppen die hier hoch. Das hat schon mal geklappt. Jetzt nehmen wir einfach die Kiste mit. So einfach kann es gehen. Ich hoffe, wir brauchen nur eine Kiste. Soll ich ein bisschen beeilen? Okay. Das heißt, die Kiste muss wieder runter. Okay. Müsste dann heißen, dass ich das Ding hier schleppen muss. Das Ding nach ganz oben. Laufen. Hochspringen, mitnehmen, hochspringen weiter. Stellen. Das Ganze mal nach vorne. Und jetzt nach oben.
Okay, das reicht nicht. Aber die Kiste nach oben fliegt, müsste es eigentlich gehen. Rein von der Logik her. Müsste eigentlich machbar sein. Na, nicht was falsch lassen, danke. Okay, hätten wir wieder Fahrstuhl. Da oben hätten wir einen Ast, wo eine Kiste dran ist. Wir werden natürlich erschossen, wie immer. Das habe ich mich nicht gesehen. Okay. Also mal das Ganze. Mal gucken, wofür die Kiste brauchen. Hätte eine Idee, aber bald testen wir mal was. Das Ding Google sicher ist. Okay, es wird gar nicht drauf reagiert, ist auch nicht schlecht. Was haben wir jetzt schon? Eine Kiste. Okay, jetzt haben wir die Kiste auch schon mal. Was machen wir jetzt damit? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Die hoch soll man also auch nicht. So fällt das Ding auf, wenn's hier ist. Nee, anscheinend nicht. Okay. Aber es lebt noch. So, die Kiste lebt noch. Schon mal gut zu wissen. Das heißt, sie kann eigentlich kaputt geschossen werden. Das heißt, im Umkehrschluss auf, wir können sie durchschieben. Das machen wir gleich mal.
Okay, das geht schon mal nicht. Das heißt dann aber, wir brauchen die andere Kiste noch. Anscheinend brauchen wir die Kisten doch nicht mehr, wir brauchen nur um hier hochzukommen. Okay, das auch schon mal erledigt. Das sind hier ganz komische Vögel am Werk. Das macht Folgendes. Muss dann mal ausprobieren, ob es das oben bleibt dann. Aha, sehe ich oben. Okay. Na, wie kriegt man das hin? Okay, der Magnet ist nicht stark genug. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Okay. Wenn ich hier auch den Part beenden und sag dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, die live lief, könnt ihr gerne links klicken. Dort ist sie verlinkt. Auf der rechten Seite findet ihr ein anderes Projekt von mir, Demon Hunter. Viel Spaß beim Sehen. Ciao!